und danke, dass Sie mir einige Minuten Ihrer Aufmerksamkeit schenken. Dass Impfungen vor Krankheit gut schützen, kann ja sein. Und dass Impfungen wenige Nebenwirkungen haben, kann auch sein. Aber ein Kann reicht nicht. Wir Ärzte brauchen saubere und belastbare Aussagen zu diesen beiden Punkten, Nutzen und Risiken. Nur dann können wir nämlich eine aussagekräftige Nutzen-Risiko-Abwägung vornehmen. Und das ist es, was unsere Patienten und auch der Gesetzgeber zu Recht von uns erwarten. Die Realität sieht leider ganz anders aus, und zwar nicht nur bei den genmanipulierenden Corona-Spritzen, sondern bei den meisten bekannten Impfungen. Insofern bin ich sogar für die Plandemie der vergangenen Jahre dankbar, denn sie bringt dieses Thema jetzt endlich verstärkt auf die Agenda und in die Öffentlichkeit. Die traurige Wirklichkeit seit Jahrzehnten ist nämlich die, fast alle Zulassungsstudien zu Impfstoffen und ebenso zu Arzneimitteln auch überhaupt, sind massiv von den Herstellern manipuliert und gefälscht und genügen kaum wissenschaftlichen Kriterien für sauberes Arbeiten. Einige Mindeststandards, wie solche Studien aussehen sollten, finden Sie zum Beispiel auf der Website der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für unabhängige Impfaufklärung DAGIA, DAGIA.org. Das ganze allerdings vorhersehbare Debakel bei den Corona-Spritzen zeigt sich inzwischen massiv. Zahlreiche, teils schwerwiegende Nebenwirkungen bis zu diesen tragischen, leider schon sprichwörtlichen, plötzlichen und unerwarteten Todesfällen, wieder aufflammenden Infekten wie zum Beispiel Gürtelrose, schnell fortschreitendem sogenannten Turbokrebs und so weiter und so weiter. Und die Spätwirkungen kennen wir noch gar nicht, da sie gar nicht untersucht wurden und auch nicht untersucht werden. Deshalb meine Empfehlung als Arzt, der viele Jahre in eigener Allgemeinpraxis tätig war, für Sie: Machen Sie einen weiten Bogen um jede Impfung. Und wenn Sie es dennoch für erforderlich finden, sich impfen zu lassen, dann fragen Sie bitte Ihren Arzt Löcher in den Bauch bezüglich belastbarer Erkenntnisse zu Nutzen und Risiken der Impfung. Falls er Ihre Bedenken großzügig vom Tisch wischen sollte, dann wissen Sie bereits, dass Sie diese Praxis wohl ohne Impfung wieder verlassen werden. Denn dieser Arzt hat Sie dann nicht korrekt aufgeklärt und dann können Sie übrigens auch nicht rechtswirksam einwilligen. Der Arzt begeht dann Körperverletzung. Machen Sie sich lieber selbst kundig, zum Beispiel auf der Website impfkritik.de oder speziell zur Covid-Spritze blättern Sie durch die Website von Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, mwgfd.org. Dort finden Sie unter anderem auch ein Formular, das Ihnen der impfwillige Arzt unterschreiben soll, als Beleg, dass er Sie umfänglich aufgeklärt hat. Das wird er nicht tun. Gesundheit geht, wie wir schon immer wissen, anders. Hauptsächlich gesunde, am besten vegane oder mindestens vegetarische Ernährung mit biologisch angebauten Nahrungsmitteln, körperliche Aktivität im Freien und innerer Frieden mit sich selbst und mit Ihren Mitmenschen und vieles mehr. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Vielen Dank fürs Zuschauen.